Panzern in der Ukraine will Putin freilich nichts wissen. Und im Vordergrund steht heute ohnehin der Pipeline-Deal. In der Wirtschaftskammer wird Putin mit Standing Ovations empfangen. Und so endet der Besuch mit guter Miene zu Putins Spiel. Ich bin schon so lange Präsident der österreichischen Wirtschaft, dass ich Xi schon das dritte Mal begrüßen darf. Das erste Mal im Jahr 2001, dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal. Diktatur. Erst war drei. Aber gute Diktatur. Ja. Der Witz des Zahn scheint sogar Wirtschaftskammerboss Leitl die Sprache verschlagen zu haben. Präsident Putin auf Schamoffensive in Wien, unsere